Willkommen zu meinem Video Luna's First Pictures. Ja, hier hat sich diese Real Doll relativ neu. Das Ganze hat sich ungefähr vor einem Jahr abgespielt, wo ich mir diese Real Doll gekauft habe. Nun ja, die Erbauer und Erfinder dieser Real Dolls haben wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass sie auf diese Art und Weise missbraucht wird. Nein, ich verstecke diese Real Doll nicht. Sie ist auch nicht meine Lebensgefährtin, so wie bei anderen Real Doll-Nutzern auch. Aber so eine Puppe hat natürlich auch gewisse Vorteile. Man kann zum Beispiel Geschichten mit ihr erzählen, man kann ein Storyboard in einem Computerspiel machen, Fotoshootings und aber auch diverse andere Sachen. Rundum ein echt geniales Spielzeug. Ja, ich habe sie auch schon als Navi missbraucht. Naja, leider besitzt meine Luna jetzt nicht so eine KI, eine künstliche Intelligenz, aber ich habe den Computer, der vor ihr auf dem Schoß sitzt, Karten eingespeichert von diversen Orten, wie zum Beispiel Stellplätze etc., die ich dann halt eben abrufen konnte. Und Luna habe ich halt einfach dahinter gesetzt, beziehungsweise den Computer habe ich bei ihr auf den Schoß gelegt. So habe ich das natürlich auch bei anderen Reisen gemacht, zum Beispiel nach Spanien etc. Ja, die Grenzbeamten auf dem Rückweg an der österreichischen Grenze haben natürlich sehr lustig in mein Auto hineingeschaut, weil die Art und Weise, wie ich halt diese Real Dolls unter anderem nutze, ist ja auch recht ungewöhnlich. Ja, und das war auch schon das Video Luna's First Pictures. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ein paar Kommentare unter diesem Video wären sehr nett.